Vor allem jetzt im Sommer sind viele Velofahrer auf der Strasse unterwegs und geniessen die Natur. Sei es ein Sonntagsausflug oder sonst einfach ein bisschen ins Pedal treten. Das ist aber kein Vergleich zu der Tortur. Der Name ist Programm. 1000 Kilometer. 14.500 Höhenmeter. 33 Stunden. Als härtestes Velorennen nonstop rund um die ganze Schweiz lockt die Tour unter anderem Weltspitzenathleten an. Die Tour ist eines der erfolgreichsten Start-up-Extremvelorennen aller Zeiten. Das Jahr nehmen 130 Teams mit 410 Athleten teil. Ein Rekord. Der Morgen vor der Tortur präsentiert sich grau und regnerisch. Ein Laureus Charity Team ist eines von 24 Sechser Teams, die sich an die Tortur wagen. Rund 20 Stunden vor dem Start ins härteste Non-Stop-Rennen der Schweiz gibt es noch so einiges zu erledigen. Denn auch logistisch ist das Rennen eine Herausforderung. Neben den 6 Velofahrern gehören noch 2 Fahrzeuge mit 6 Helfern und einem Camper zu der Ausrüstung des Laureus Charity Team. Entsprechend viel Material muss auf die Fahrzeuge verteilt werden. Obwohl es heiß werden soll, sind auch Kleider gegen Wind und Kälte der Nacht nötig. Immerhin stehen 5 rasante Passabfahrten und 2 Nächte vor den Sportlern. An die Velos werden sehr hohe Ansprüche gestellt. Einerseits müssen die Bremsen verheben, andererseits muss auch die Schaltung einwandfrei funktionieren, wie der Sven Waldvogel vom Team weiss. Wir haben bei jedem Fahrer bzw. bei jedem Velo haben wir gewisse Punkte abgemessen. Zum einen ist die Höhe vom Sattel, zum anderen ist die Kassette, die er im Einsatz hat, und zum dritten sind die Pedalenart, die sie haben. Bei rund 15.000 Höhenmeter garantiert ein perfekt eingestelltes Velo ein schnelles Rennen. Aber nicht nur technisch müssen die Velos verheben, sondern auch den hohen Sicherheitsansprüchen genügen. Brennt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ist gut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Wir machen hier eigentlich keine technische Kontrolle, sondern eine Sicherheitskontrolle. Das heisst, also Bremsen oder so interessieren uns nicht. Für uns geht es darum, dass die Reflektoren, also insbesondere von der Lichtsituation, die Fahrräder überall erkennbar sind. Wenige Meter entfernt in der IWC-Arena auf der Breite hat sich das OK von der Tortur eingerichtet. Da innen laufen jetzt noch die letzten Vorbereitungen auf den grossen Event. Wenn jetzt entscheiden im Treffen, wenn entscheidest, wenn Rennunterbruch oder. Das ist so ein bisschen das Herz von der Tortur während dem Rennen. Das ist die Rennzentrale. Die ist ständig besetzt. Also, sobald das Rennen anfängt am Freitagmorgen, ist die im Einsatz. Da hat es eigentlich 3 Sachen. Das eine ist die Rennleitung, die überwacht, dass die Fahrer richtig fahren, die schauen, dass sie auch, wenn sie irgendein Vorfall wäre, dass sie eine Anlaufstelle haben. Dann haben wir das Zweite, das ist die Rennleitung der ganzen Motorcrew, die unterwegs sind, die da auch ist. Und das Dritte ist dann auch noch so Kommunikation, also Gegussen. Wir haben da Leute, die unsere Redaktion machen für die Webseite, die schauen, dass Gegussen ab und zu mal ein Bericht erscheint. Das sind eigentlich die 3 Sachen, die da sichergestellt werden, dass wir da 24 Stunden oder 48 Stunden über das ganze Rennen bis zum Schluss. Die letzten Neuigkeiten aus dem OK-Raum werden im grossen Briefing in der IWC-Halle an Teams weitergegeben. Rund 1000 Leute haben sich versammelt, um die letzten Infos und Änderungen zu erfahren. Sehr stark bei uns. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Im Hintergrund die Themen, die wir nun anlässlich des Briefings gerne mit euch noch besprechen möchten, durchgehen möchten. Da gibt es einige ganz aktuelle Hinweise, die wichtig sind für eine reibungslose Veranstaltung. Gespannte und doch auch schon langsam nervöse Gesichter in unserem Team bei den Worten vom Mitorganisator Günther Wagner. Ich denke, beim einen oder anderen Fahrer ist doch ein gewisses Kribbeln spürbar. Was sicher nicht schlecht ist, hat man noch mal
auf die wichtigsten Punkte, Verhaltenskodex darauf hingewiesen, insbesondere auch im Bereich der Sicherheit. Zurück beim Kasernenplatz gibt es im Teamrahmen noch die letzten Details zu klären. Der Teamcaptain Stefan Bühler informiert seine Mannschaft. Also, willkommen hier. Grüezi. Vom 3 bis 3:30 Uhr könnt ihr die Prologstrecke anschauen. Ja. Ja. Also, das heisst, wir müssen dann. Wir müssen um 2:45 wieder da sein. Ja. Und dann, dass ihr dort die Prologstrecke anschauen könnt. Während sich unser Team noch vorbereitet und den Ablauf bespricht, haben wir unterwegs noch einen lokalen Spitzensportler angetroffen. Andi, wie tust du dich jetzt da vorbereiten auf die Tortur? Ja, jetzt gibt es nicht mehr viel zu vorbereiten. Jetzt muss das Velo und alles ist bereit. Die Taschen müssen noch ins Wohnmobil verschoben werden und dann essen und einchecken und dann geht es los. Ich habe meinen Trainingsplan wie sonst verfolgt. Es sind ja immer Etappen bei uns im 6er-Team von 50 bis 80 km am Stück und da ist durchaus etwas, was ich auch sonst immer bei meinen Rennen normalerweise machen muss. Der Vorbereitungstag der Tortur geht jetzt in die heisse Phase. Direkt vom Rheinfall aus müssen alle Fahrerinnen und Fahrer den Prolog bis zum Industrieplatz in Neuhausen bestreiten. 1 Kilometer Strecke und eine 15-prozentige Steigung entscheidet über den Startplatz in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag. 6 Männer haben sich entschieden für das Team Laureus Charity Tortur 2012 zu fahren. Ich freue mich darauf, obwohl es recht kurz ist für mich. Weil, wie ich schon gesagt habe, habe ich die Tortur schon dreimal absolviert und dieses Mal mache ich nur 250 Kilometer. Vielleicht werden ein paar Leute denken, es ist lustig, wenn ich sage, 250 Kilometer sind easy, aber für mich, naja. Man ist gewaltig unter Druck. Oder wenn wir sagen, ja, so, die fahren mit 43 Stundenkilometer im Durchschnitt die erste Etappe und sagen, für uns ist schon 2:33 viel im Schnitt. Und wir müssen denen sagen, hey, das, was für euch ein Einfahren ist, ist dann bei uns schon bereits Renntempo. Nehmen Sie easy. Also das müssen wir dann schauen, wie es ist. Also ich fahre hauptsächlich Straßenrennen und bin dieses Jahr das erste Mal hier dabei. Bin mal ein bisschen gespannt, wie das wird. Ich trainiere so zwischen 10 und 20 Stunden in der Woche. Aber eben das jetzt so ist völlig neu für mich, so durch die Nacht fahren und nonstop. Ich habe etwa 3.500 Kilometer trainiert für das. Ich habe allerdings mit ganz einem schlechten Zustand angefangen und komme jetzt so knapp über einige Pässe. Und ich freue mich auf das Ereignis. Ich war wahrscheinlich so etwa 8 bis 10 Stunden auf dem Velo jede Woche. Manchmal ganz kurz, manchmal eine längere Tour. Also das muss ich immer Freude machen. Ich hatte keinen Trainingsplan, nichts. Ich habe es einfach versucht. Ich fahre diesmal das erste Mal die Tortur mit und freue mich sehr für die Laureus Sport for Good Staffel. Was Gutes in meinen Teil dazu beizutragen, dass wir den Sport zur Aufmerksamkeit nutzen können. Für mich ist die Motivation hier wirklich für die Stiftung was Gutes zu tun und ich glaube zu zeigen, dass man mit dem Sport auch mehr machen kann als nur Bestzeiten erreichen, sondern auch wirklich hilfreichen Projekten irgendwie unter die Arme zu greifen. Ja, seit ich 15 bin ich immer Velofahrer, aber hauptsächlich in der Stadt und bin da guter Dinge und jetzt haben wir natürlich recht viel Wetterglück, das hilft und aber recht Respekt, dass er von uns zukommt. Wir haben einfach gesehen, wir haben es gut haben miteinander. Das ist das Wichtigste. Wir sind so ein bisschen Aussenseiter im wohlwollenden Sinn. Wir hoffen, wir haben einen guten Bus, einen guten Tourbus und hoffen, dass wir uns wohlfühlen und dass wir wirklich gesund und heil alle Strecken alle gut durchstehen können.
Letzte kleine Checks und Besprechungen, bevor unser Team den Prolog bestreitet. Jetzt gilt es langsam ernst. Noch ein bisschen die Muskeln lockern und dann kann es auch schon losgehen. Wir machen mal ein bisschen entspannen. Having fun, hat er mal gesagt vor dem Rennen. We will have. Und der Olympiasieger Triathlon Peking 2008 und 2006 und Olympia 2012 in London, den Jan Frodeno. Gratulation an den Rang. Und ihr werdet demnächst von Wolf Schneider ins Start schossen. Seid soweit, noch euer Charity-Team, Luca Müller, Studer, Marco Valor, Sosa Wolken, Daniel Erika, Felix Bauer und Jan Frodeno. Mit dem 14. Platz von 24 teilnehmenden 6er-Teams hat sich das Laureus Charity-Team nicht einen super, aber einen akzeptablen Startplatz in der Nacht gesichert. Morgen erfahren sie, wie sich das Team in den brütenden Hits auf den ersten zwei von fünf Alpenpässen schlägt.